Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Outdoor-Office. Ich bin wieder euer Anton und heute sind wir hier für den zweiten Praxisteil von Sondo, die perfekte Gesundheit. Ja, ich hoffe, der erste Teil hat euch schon gefallen. Es hat bei jedem schon ein bisschen geknackt an einigen Stellen und ihr seid da schon ein bisschen freier geworden und lockerer. Und vielleicht haben es ja auch schon die ersten in ihren Alltag mit integriert, weil das ist ja, wie gesagt, ist ja ein langwieriger Prozess. Und mit jedem Mal wiederholen werden wir ein bisschen lockerer, werden wir ein bisschen gerader, ein bisschen aufrechter und kann auch unsere interne Energie besser fließen. Ja, und wie gesagt, das ist ja eine fernöstliche Philosophie. Wir kennen ja vielleicht westliche Philosophen, die schreiben so tolle Bücher wie Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ja, den Richard David Precht, den kann ich natürlich jedem empfehlen, aber da geht es ja um die logische Seite, um viele Betrachtungen, was alles vom Kopf herkommt. Und wir versuchen uns ja davon komplett zu lösen und die praktischen Übungen zu machen, um herauszufinden, ja, wer bin ich denn? Von mir aus auch wie viele. Und wie bin ich denn in meinem Inneren? Und ja, dafür machen wir jetzt Übungen, die uns lockern und die auch Blockaden lösen und dass wir immer näher zu uns selbst kommen. Und das klingt am Anfang, klingt das wahrscheinlich noch ein bisschen weit hergeholt. Wie soll das klappen? Aber wie gesagt, Körper und Geist sind eine Einheit und sukzessive werden wir unserem eigenen Körper näher kommen und auch uns selbst näher kommen. Deswegen möchte ich jetzt gar keine weiteren Worte mehr voranstellen, sondern wieder sofort beginnen. Darum bitte ich euch wieder, Frauen, rechte Hand zuerst auf den Danyang, linke Hand darüber, weil bei Frauen ist die rechte Hand Yang, die linke Hand Yin. Bei Männern ist es genau umgekehrt. Machen auch die Füße zusammen. Zuerst die linke Hand, dann die rechte Hand darüber. Stellen wir uns entspannt hin. Die Vereinigung der zwei Augen schaut auf die Nasenspitze und von der Nasenspitze zum Bauchnabel. Jetzt schauen wir in uns hinein. So, Begrüßung. Hallo. Wenn ihr zu mehreren Leuten vor dem Bildschirm sitzt, grüßt euch gegenseitig zu. Wie gesagt, ihr habt hier positiv und negativ. Yin, Yang. Vereinigt die und schickt die Energie eurem Gegenüber. So kann man, ohne sich zu berühren, was ja zurzeit auch ziemlich hoch im Kurs steht, sich grüßen und positive Energie schicken. So, Füße auseinander. Ihr wisst, nach vorne zeigen. Und jetzt fangen wir wieder an. Und mit den Hacken werden wir uns erden. Und dadurch löst sich hier Schmerz in der Hüfte. Hier hinten drin, so im Steißbereich. Und wer das 20 Minuten am Tag macht, weil er vielleicht Probleme hinten im Steißbereich hat, der wird sehen, wie viel besser er sich dann da fühlt. Okay, fangen wir richtig jetzt an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So schütteln wir immer unseren energetischen Körper aus. Und er wird dann gelockert. Und was ich da letztes Mal gesagt habe, die Energieegel werden abgeschüttelt. Hände werden gereinigt. Wir schaffen ein energetisches Feld um uns. Wie 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
und lockern. Alle Gelenke einmal schön auflockern und auch unten. Und wieder hoch. Und den Ärger und Zorn test. Wie waren wir in der vergangenen Woche? Waren wir oft zornig? Wer sagt, ich habe mich nicht geärgert, ich bin immer total entspannt. Hier können wir den Test machen. Also wir nehmen immer den Daumen hier rein. Das ist die Medizinhand. Und klopfen hier ab. Und ja, also normalerweise wird es auch ein bisschen wehtun. Bei den meisten. Und so lockern wir uns halt komplett auf. Und zum Entspannen atmen wir jetzt auch immer wieder länger aus als ein und atmen komplett aus. Eins. Einatmen zurück. Zwei. Einatmen zurück. Drei. Einatmen zurück, nach oben. Einatmen zurück. Eins. Einatmen zurück, links. Einatmen zurück, runter. Einatmen zurück, hoch. Und noch einmal. So. Jetzt schön Kopf kreisen. Eins, zwei, drei. 5, andere Richtung, Schultern schön fallen lassen, 1, 2, 3, 4, 5, so, ziehen wir uns wieder den Kopf wie eine Schildkröte heraus und wichtig ist es, dabei befreien wir unsere Brust, also hier hinten hoch und die Brust befreien. Weil die Sorgen, wenn die hier sind, die müssen irgendwie wieder runter. Und wenn wir hier blockiert sind, dann bleiben die Sorgen oben. Wir kriegen einen heißen Kopf. Und das ist nicht gut. Der Kopf soll immer schön kühl und entspannt bleiben. So, ziehen wir die Schultern an und machen die schnellen Kreise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt nehmen wir wieder genau dort, wo Halswirbel in Brustwirbel übergehen. Da ist der 7. Brustwirbel. Der sollte immer schön locker sein. Da soll die Energie immer schön fließen. Und wir, wenn ihr mehrere seid, Ehemann bei Ehefrau, schön helfen, hier hinten immer schön auflockern. Nehmen jetzt die Hand und gehen den Hals hoch. Oh, sehr schön. Lösen hier alle Verhärtungen auf. Gehen mit den Daumen hier wieder in die Kuhlen rein, lösen die auf, die Schmerzen. Gehen aber hier auch nach unten, hier sind auch Kuhlen.
Ja, hier bei den Menschen, die viel sprechen, hier unten beim Kieferansatz. Unter den Ohren ist ein schöner Punkt. Gehen wir wieder hoch. Hier oben zum Punkt der Augen. Was wir gesagt haben. Jetzt machen wir alle den Test. Legen sich mal die Hände hier auf den Kopf. Und es ist heiß oder kühl. Also wie gesagt, wir sollten immer schön kühl im Kopf sein. Das heißt, wenn wir oben heiß sind, dann geht die Energie nicht richtig runter. Deswegen fangen wir jetzt wieder an mit den Fingerspitzen. Klopfen uns wieder unsere Schädelknochen frei, dass sie sich ein bisschen lockern. Jedes Mal ein bisschen mehr. Na, bei mir ist immer hier so eine schöne Stelle. Und doller werden. So. Und wir wollten ja wieder Sachen für die Augen machen. Und deswegen diesmal eine andere Übung, etwas, um die Hände auch frei zu kriegen, weil wir wollen, dass die Energie, die Hände und Füße müssen immer warm sein. Da, wenn die kalt sind, dann kann die Energie nicht richtig abgeleitet werden. Deswegen haben wir hier zum Beispiel beim Daumen, hier ist der Lungenmeridian, der geht hier so hoch über die Brustwarze und dann zur Lunge. Und da können wir hier mit unseren beiden Fingern, auf der anderen Seite ist der Dickdarm, die hängen in der fernöstlichen Heilkunst zusammen, das kommt aber noch in viel späteren Terminen. Immer 5 Sekunden drücken, 5 Sekunden frei halten. Wenn wir da merken, wenn wir schon so Hüsteln haben, können wir, bei wem es weh tut, der hat auf jeden Fall jetzt auch vor allem in der Erkältungszeit ein paar Probleme. Das hilft auf jeden Fall immer, dass man da frei wird. Können wir für alle Finger machen. Was denn mal die einzelnen Organe sind. Und die Theorie kommt dann in ganz späteren Theoriezeitpunkten noch. Noch 5 Sekunden. So könnt ihr auf jeden Fall dazu kommen, dass die Energie besser fließt und vor allem, dass die verbrauchte Energie auch rausgeht. Und ja, wir machen das natürlich immer mit beiden Händen. Und das könnt ihr halt immer machen. Egal wo ihr seid, richtet natürlich da, dass die Energie, richtet da nicht auf andere Menschen bitte. Die verbrauchten Energien, die sollen die nicht abbekommen. Sondern hier schön im Boden, am besten im Wald. Der nimmt die ganzen negativen Energien locker auf. So, jetzt machen wir ein bisschen Anti-Aging-Training. Und zwar, alle Leute strecken einmal die Hände aus und wir greifen dann schön immer fest. Und das machen wir jetzt 36 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Da oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Und klatschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da freuen sich die Nachbarn.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und reiben. Wieder ein bisschen glühen die Hände. Und danach massieren wir das komplette Gesicht. Also wir bügeln unsere Falten, unser Gesicht raus. Wir haben unsere Hände voller Energie, streichen über unser Gesicht, ziehen uns die Falten raus. Und die Lymphe, bügeln das glatt. Wir haben 12 Meridiane, alle gehen durch das Gesicht. Die müssen alle hier gelockert werden. So, hier runter. So, und für die Leute, die jetzt vielleicht schon Viren und Bakterien schon hier drin haben, die gehen erst in den Rachenraum, bevor sie denn die Lunge befallen. Jetzt machen wir wieder die Medizinhand, machen hier die Fäuste rein. Und wenn wir die Fäuste hier 3 Minuten halten, dann können wir bereits eingedrungene Viren und Bakterien auch wieder bekämpfen. So, das machen jetzt natürlich die, die ein bisschen schon Probleme haben, die schon ein bisschen so ein Kratzen im Hals und so eine Geschichten haben. Wir machen weiter. Wir nehmen uns die Daumen, gehen von den Augen, gehen hier in die Kuhlen rein, also Augen außen mit den Daumen in die Kuhlen rein drücken. Schön, der Finger kann schön drin verschwinden, also bis zur ersten Fingerkuppe. Eieiei. Wo es weh tut, haben wir wieder zu viel ferngesehen, Computer oder Handy. Das ist nicht richtig entspannt. Machen hier die Runde rum. Noch eine Runde. Eieiei. Schön tief reindrücken. Wenn es weh tut, ist ein gutes Zeichen. Da geht der Schmerz raus. Noch nur eine Runde. So. So. Jetzt machen wir noch was für die Nieren. Die Nieren, die finden wir auch am Kopf. Und zwar ist das nach fernöstlicher Philosophie, sind die verbunden mit den Ohren. Deswegen ziehen wir jetzt einmal hier schön dran, nach unten, nach hinten. Und Leute mit Bluthochdruck machen nicht nach oben, alle sonst nach oben. Auch noch mit. Massieren das schön. Das ist zur Kräftigung der Nieren und die sind sehr, sehr wichtig, weil in der Nierendrüse, da werden alle Körperflüssigkeiten produziert. Und auch für Frauen in der Menopause werden da wichtige Hormone produziert. Also genau, Niere, Nierendrüse sind für diese ganzen Flüssigkeiten, Hormone für verantwortlich. Machen wir nächste Übung. Machen wir hier gegen die Ohren. Hört sich immer schön lustig an. Dann gehen wir hier auf die Ohren. Und schnipsen mit den Fingern. Ja, hört sich schön hohl an. Innen drin. Sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir den Kopf, haben wir jetzt schön frei gemacht. Gehen wir weiter. Wir nehmen wieder unsere 5 Finger zusammen und umrunden unsere Brüste. Gerade bei Frauen ist es auch zur Detektion, ob sie da Knoten haben oder sowas. Ist das immer
sehr gut, auch um herauszufinden. Und das Ganze 10 Mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also oder 18 Mal. Andere Richtung. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir behalten die Finger wieder so, machen die hier unsere Kuhle am Hals und nach hinten und öffnen den Brustbereich. Und 2 und 3 nach oben, nach hinten und öffnen. Und 4 und 5 und 6 7 8 9 und 10. So. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsübung. Ich hoffe, ihr hört es auch knacken bis zu euch nach Hause. Überkreuzt die Hände, nach hinten ziehen, hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt die Schraube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Jetzt nehmen wir die Energie vom Boden über unsere Hände und hauen uns auf den 7. Lendenwirbel wieder. Und 1, und 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 und 9 und 10. Ich hoffe, ihr merkt schon, wie die Energie schon runter geht. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und kreisen. Und wir gucken dabei immer auf unsere Hand. Und ja, genau, gehen der Hand immer nach. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zehn. So, nehmen wir wieder unsere Hände, Yin und Yang. Jetzt können wir mal kurz tanzen. Körper schön auflockern dabei. Die Drehung, Handgelenke lockern. So. Und jetzt gehen wir zu den Hüftbereichen. Und zwar öffnen wir wieder schön, dass wir hier die Lende spüren und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hüfte zur Seite. Ich versuche immer wieder eine ebene Stelle zu kriegen. Jetzt bei den Hüftkreisungen. Also wir schieben unsere Hüfte, dass sie sich über dem Oberschenkelknochen dreht. Also dass wir nicht hier nur so, sondern dass wir schön da, das hat er heute früh schon gemacht, da hat es sehr wunderschön, hat er sich befreit. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 und 10. An der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die Knie, wer Schmerzen in den Knien hat, sollte das auch, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wir drehen sie nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken zur anderen Richtung, nach innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Durchstrecken zusammen und alles komplett zusammen, von oben bis unten. Manche kriegen die Beine nicht zusammen. Machen wir später oder in anderen Übungen auch noch, dass wir die auch noch gerade bekommen, die Beine. So, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Durchstrecken. An Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Unten bleiben. Hände zwischen den Knien, zwischen den Beinen, Oberschenkeln reiben. Oh, bis es wieder glüht. Und rüber über die Knie. Die Handchakren. Oh. So können wir Kniebeschwerden aufheben. Sehr angenehm. Noch einmal. Und außen. Sehr schön. Jetzt wieder ein Bein nach hinten und kreisen. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bisschen ausklopfen. So, andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. So, und runter. Also, Hacken. Fuß zeigt nach oben. Der Fuß ist komplett aufgesetzt. Also viele Leute sind dann so mit dem Hacken hoch und so. Sukzessive, Schritt für Schritt, kriegen wir den Fuß auf den Boden. Und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. An Richtung. Das hat schon geknackt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt machen wir noch hier den Sprinter. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das war wieder die Erwärmung. Jetzt können wir loslegen mit Tai Chi und mit Qigong. Das werden wir aber noch beim nächsten Mal machen, weil es geht um einen Auflockerungsprozess. Wir müssen da erst bereit für sein, dass die Energien schon ein bisschen besser fließen. Das können wir jetzt zwar nach ein, zwei Mal schon machen,
Aber es fühlt sich viel schöner an, wenn wir da schon ein bisschen weiter sind. Und ihr habt auch mitbekommen, die Übungen waren ziemlich ähnlich wie beim ersten Mal. Ein paar haben wir schon anders gemacht. Und so werden wir das auch jedes Mal handhaben. Die Erwärmung ist immer gleich. Manchmal wird ein bisschen mehr Fokus auf obere Körperhälfte gelegt, manchmal auf mittlere, manchmal auf untere. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid alle motiviert, was für euch zu machen. Und ihr merkt ja auch, das ist was von Kindesbein an bis ins hohe Seniorenalter. Normalerweise, also kommt man ja auch gar nicht so ins Schwitzen. Außer wenn man jetzt hier die ganze Zeit am Quatschen ist, wie ich. Das sollt ihr ja natürlich nicht machen. Und dadurch, ja, das ist halt, man kann das wirklich bis ins ganz hohe Alter machen. Und das ist ja bei anderen Yoga-Arten, die ich auch bisher gemacht habe, da gab es ja immer wieder Verletzungen und sowas, weil dann hat man, oh, da wollte man noch ein bisschen da mehr und hat dann mal ein bisschen übertrieben, manche. Ich auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt ehrlich erinnere. Und hat dann irgendwie Zerrung und konnte dann in 2 Tagen, hat man dann irgendwelche Schmerzen gehabt. Dieses koreanische Sondo-Yoga ist genau darauf abgestimmt, um zu heilen. Man wird sich damit nicht verletzen. Man kann kaum Übungen übertreiben. Und ja, es ist alles zur Beruhigung gedacht. Ich hoffe, die Energie ist jetzt schon aus eurem Körper weiter runtergekommen. Darum bitte ich euch jetzt alle nochmal kurz eure Hände auf den unteren Bauch zu legen. Den Daumen der unteren Hand könnt ihr auch gerne in den Bauchnabel legen. Macht die Augen bitte schön zu. Jetzt atmen wir einmal ein bis ganz unten in den unteren Bauchbereich. Und dabei ziehen wir den unteren Bauchbereich ein. Einatmen. Beim Ausatmen blähen wir den unteren Bauch auf. Ausatmen. Einatmen, unteren Bauch wieder einziehen. Bauchnabel bis an die Wirbelsäule. Ausatmen. Unteren Bauch wieder schön ausdehnen. Einatmen. Unteren Bauch einziehen. Ausatmen. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. So, jetzt nehmen wir unsere Aufmerksamkeit weg von der Atmung und lassen die ganz natürlich fließen. Konzentrieren uns auf unsere Augen. Die Vereinigung der 2 Augen schaut auf die Nasenspitze. Von der Nasenspitze auf das Herz. Vom Herzen auf den Danjung. Schauen wir in unseren unteren Bauchbereich. Bilden dort eine Art Wirbel. Oder Strudel. Der sich immer weiter verengt. Und immer schneller wird. Ein
bis er zu einem kleinen Punkt wird. Und diesen Punkt, den speichern wir in unserem unteren Energiezentrum. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß, habt eine schöne Woche und genießt das Leben. Und ja, viel Spaß bei der Entdeckung von euch selbst. Tschüss, euer Anton.